Die Siedler ist in mancher Hinsicht eine sehr seltsame Reihe. Storytechnisch sind alle Spiele komplett eigenständig und auch im Gameplay gab es immer wieder große Brüche. Siedler 3 war ein solcher, aber ich würde behaupten, dass dieser noch logisch auf Siedler 2 folgte. Ab Das Erbe der Könige fehlte diese logische Folge komplett, aber das ist ein anderes Thema. Auch Siedler 4 ist keine Ausnahme in der Hinsicht, dass es storytechnisch komplett eigenständig ist, auch wenn es in vielerlei Hinsicht Siedler 3.5 ist. Könnte man jedenfalls meinen. Obligatorische Spoilerwarnung für Siedler 3 und Siedler 4, auch wenn es nicht wirklich viel zu spoilern gibt. Hierzu müssen wir wissen, dass das große Thema von Siedler 3 göttliche Intervention ist und deshalb waren auch Priester und Magie eine der großen Neuerungen. Genau darauf basiert auch die Geschichte von S3, welches ich zugegebenermaßen bisher kaum gespielt habe. Auf den ersten Blick teilen sich die beiden Spiele aber nur einen Charakter. Ihn, den obersten aller Götter, dessen Ziel es im dritten Teil war, die Formation einer großen monotheistischen Religion zu unterbinden. You know, weil es einfach viel zu anstrengend ist, wenn man von zu vielen Menschen angebetet wird. Im vierten Teil ist er dagegen nur zweimal zu hören und im Add-on ist er völlig abwesend. Auch was die Völker angeht, teilen sich S3 und S4 nur die Römer, die seit S2 sozusagen das Standardvolk waren. Aber dennoch gibt es eine weitere Verbindung in den Geschichten der beiden Spiele. Eine Figur, deren Design angesichts der unterschiedlichen Artstyles der beiden Spiele eine deutliche Veränderung durchgemacht hat, aber eindeutig die gleiche ist. Danke, Conqueror. Conqueror, hilf mir! Conqueror wird dir nicht helfen, Morbus. Conqueror! Yep, die Frau, deren Name gefühlt in jeder Cutscene anders ausgesprochen oder übertönt wird. Ihr Name ist Conqueror und sie agiert in den Zwischensequenzen von Siedler 3 als Botin für ihn. Hier demonstriert sie unter anderem die Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern und Feuer zu speien. Ihre Hintergrundgeschichte wird im Add-on Das Geheimnis der Amazonen gezeigt, wo sie uns als Kind des Sonnengottes Helios und der Gorgonin Medusa vorgestellt wird. Nachdem sie die Schutzgöttin der Atzi wird, führt sie mit ihnen einen Krieg gegen die anderen S3-Völker, also die Römer, Asiaten und Ägypter, sowie deren Götter Jupiter, Chiyu und Horus. Ich sollte hier wohl anmerken, dass Conqueror eine eigens für S3 geschaffene Figur ist, die keine mythologische Vorlage zu haben scheint. Helios und Medusa hatten kein gemeinsames Kind, auch wenn das angesichts der eher komplexen Stammbäume griechisch-römischer Götter keine Überraschung wäre. Das passt insofern, dass die Amazonen als Volk ebenfalls keine reale Vorlage haben. Es verbindet Conqueror auch mit Morbus, der trotz des lateinischen Namens, der übersetzt übrigens Krankheit bedeutet, ebenfalls keine direkte Vorlage in römisch-griechischer Mythologie hat. Das Geheimnis der Amazonen hat zwei Enden, die aber auf das gleiche rauskommen. Die Amazonen ergeben sich den anderen drei Völkern, um sie unbemerkt von innen zu beherrschen. You know, weil Männer nur mit einem Organ denken und deshalb die Frauen eigentlich das Sagen haben. Conqueror wird von ihm für eine neue Position ausgewählt, was offenbar von ihr auch so geplant war. Da das Add-on zeitlich vor dem Hauptspiel stattfindet, wissen wir, dass diese Position die einer Botin ist, die direkt in seinem Auftrag agiert. Jedenfalls sehen wir Conqueror das nächste Mal im Intro von S4, während Morbus verurteilt wird. Sie begleitet ihn ins Exil, wobei sie dies deutlich würdevoller tut als er. Hier demonstriert sie auch die Fähigkeit, kleine Landstriche mit Explosionen Morbus-tauglich zu bomben. Sie ist in einigen der übrigen Cutscenes immer wieder im Hintergrund zu sehen, scheint aber mehr als Beobachterin zu agieren. Generell spricht Conqueror nur in einer der S4-Zwischensequenzen, in der sie zu sehen ist. Im Gegensatz dazu stichelte sie im Vorgänger gerne gegen die anderen Götter, und das Amazonen-Add-on macht deutlich, dass ihr würdevolles und doch oft respektloses Verhalten der Grund ist, wieso er so großes Interesse an ihr hat. In der ganzen Sache wird aber nicht so richtig deutlich, in welcher Beziehung sie zu Morbus steht. S4 suggeriert, dass sie seine Dienerin ist, aber das passt nicht zu dem, was wir aus S3 wissen. Außer natürlich ist es Schauspiel. Es ist durchaus möglich, dass Conqueror diejenige war, die Morbus zur Rebellion angestiftet hat. Morbus scheint sie als Verbündete anzusehen, gleichzeitig unternimmt sie nichts, als er am Ende des Spiels versteinert wird, obwohl sie angesichts ihrer bisherigen Machtdemonstration durchaus dazu in der Lage wäre. Andererseits kann es auch sein, dass sie sich nicht direkt ihm widersetzen wollte. Es ist auch möglich, dass Morbus Niederlage am Ende des Hauptspiels von Anfang an so vorgesehen war. Dann frage ich mich aber, wieso Conqueror im Intro verhindert hat, dass Morbus gleich bei seiner Ankunft versteinert wird. Richtig kompliziert wird es mit dem Trojaner-Add-on, dessen Intro Conqueror auch zum letzten Mal zu sehen ist. Hier befreit sie Morbus mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrhunderte nach dem ersten Krieg gegen das dunkle Volk. Auf jeden Fall ist genug Zeit vergangen, dass Morbus bei den Trojanern landen konnte, ohne dass diese Kontakt zu den anderen Völkern gehabt hätten. Hier demonstriert sie auch die Fähigkeit, Schattenkrautsamen zu erzeugen oder zumindest von einem anderen Ort zu ihr zu teleportieren, was insofern Sinn ergibt, dass sie bei der ersten Demonstration des Krauts anwesend war. Wir erfahren aber nicht, wieso sie Morbus befreit. Eine Möglichkeit wäre, dass sie letztendlich doch emotional an ihm hängt, aber das erklärt nicht, wieso sie danach komplett verschwindet. Es sei denn, Morbus' Befreiung war ein Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der anderen Götter auf sich zu ziehen, während sie eigene Pläne in Gang setzt. Und hier endet auch schon, was wir mit auch nur annähernder Sicherheit wissen. Alles weitere wäre wohl ein Fall für Game Theory, aber dann erwarte ich mindestens 20 Minuten Analyse darüber, wieso Conqueror diese komische Blume und Morbus in Wirklichkeit Gargamel ist.
Nach dem, was ich beobachten konnte, ist Konkyras Darstellung in Siedler 3 aber erstaunlich schlüssig geschrieben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt glauben, dass die Geschichte für das Amazonen-Add-on zuerst geschrieben wurde. Aber angesichts dieser Verbindung zwischen den Spielen frage ich mich, ob es vielleicht ursprünglich Pläne gab, aus Siedler 4 auch storytechnisch eine direkte Fortsetzung zum Vorgänger zu machen. Konkyras kurzer Auftritt in die Trojaner und das Elixier der Macht scheint dagegen mehr eine Notlösung gewesen zu sein, um Morbus wiederbeleben zu können. Und wahrscheinlich werden wir nie erfahren, was man eigentlich mit dieser Figur vorhatte.